Bei den Olympischen Spielen in London im vergangenen Sommer war sie eine Heldin. Tina Dietze paddelt im Zweierkajak gemeinsam mit Teamkollegin Franziska Weber über 500 Meter zu olympischem Gold. Ein Moment, den die 25-Jährige nie vergessen wird. Im Rennen allein schon bei 200, das war so, okay, wir sind halt vorne zu dritt. Ich habe so im Augenwinkel gesehen, dass wir halt ja mit vorne dabei sind. Und dann waren so die letzten 100 Meter, wo ich dann schon links und rechts geguckt habe. Oh nee, oder? Und dieser Moment über die Ziellinie, dann guckt man doch erstmal links und rechts, obwohl ich es ja vorher schon gesehen habe, dass wir ja vorne sind. Ne? Aber man weiß ja nie, okay, vielleicht ist ja wirklich ein Boot irgendwie ein Stückchen weiter vorne. Dann war so links und rechts und dann denkst du dir so, nee, träumst du jetzt? Also du hast vor 2 Minuten oder 3 Minuten hast noch gesagt, oh, das wäre so schön, wenn du halt Olympiasieger werden könntest. Und dann auf einmal bist es. Das ist schon, ja, sensationell. Das ist halt ein wunderschönes Gefühl. Spitzenleistungen im Sport kosten viel Kraft, sowohl vor als auch nach dem Wettkampf. Ohne Terminkalender ging bei Tina nach der Olympiade gar nichts. Das war dann halt so ein bisschen so wie eine To-Do-Liste teilweise. Ne? Du hattest dann wirklich den Terminplan, wusstest, okay, du hast von 10 bis 14 Uhr den Termin, dann ab 17 Uhr da, hast halt zwischendurch so 3 Stunden Zeit. Da könntest du ja quasi theoretisch irgendwie jemanden halt mit reinschieben, aber das ist halt so wie abgehakt. Und das wollte ich dann halt persönlich halt auch nicht, weil man möchte natürlich dann auch die Zeit genießen und nicht immer wieder auf die Uhr gucken müssen, oh, ich muss gleich wieder los. Ja, das war sehr, sehr stressig und auch Familie dann immer so, ah, oh, du siehst total fertig aus und was ist denn los und freust du dich gar nicht hier zu sein? Und so, ich so, doch, ich bin total froh, da zu sein, ne, bei meiner Familie. Aber ich war dann halt auch total ruhig teilweise, weil ich dann einfach, wenn ich dann halt bei meinen Eltern war oder bei Freunden, dann war ich einfach nur froh, dass ich bei denen in der Nähe sitzen konnte. Aber ich war dann auch irgendwie gar nicht mehr, hatte nicht mehr so diese Kraft oder diese, nicht Laune, aber halt auch so dieses, irgendwas zu unternehmen, zu erzählen. Und ich war einfach nur kaputt und wollte mich einfach nur erholen und habe halt einfach nur diese Ruhe genossen. Jetzt ist sie wieder in den gewohnten Trainingsalltag zurückgekehrt. Ruhephasen gibt es da zwar, aber gerade wenn man zu Hause ist, ist das dann doch irgendwie schwierig. Und hier ist dann so, dann fällt dir ein, ach ja, zur Post müsstest du nochmal, ne? Dann musst du ja nochmal einkaufen oder so Kleinigkeiten. Also, aber trotzdem geht da halt trotzdem eine halbe, dreiviertel Stunde halt einfach schon allein dafür drauf oder bis zu einer Stunde. Und dann auf einmal ist es 14 Uhr, dann lohnt sich das auch nicht mehr, wieder nach Hause zu fahren, weil 15 Uhr halt das Training beginnt. Von daher ist so eine 3-Stunden-Pause, wenn man die schon mal hat, dann wirklich Gold wert. Kraft schöpft die Rennkanute natürlich aus ihrem Erfolg. Auch die anstehende Heim-WM, die motiviert. Doch ganz oben auf der Wunschliste der Leipzigerin steht der Einzelstart bei den nächsten Olympischen Spielen. Diese Geduld zu haben, einfach als Sportler, wenn man krank ist, okay, auch wenn du jetzt eine Woche nichts machst, du kriegst es halt wieder hin, du kannst es wieder halt aufholen alles. Oder allgemein mal überhaupt ein Jahr nicht dabei zu sein, das war ja eine Horrorvorstellung einfach. Ne? Das war so ein absolutes No-Go, was man sich überhaupt nicht wünscht. Und ich glaube halt wirklich, dass man halt auch selbst mal ein Jahr dabei ist, dass man halt einfach das vielleicht auch braucht, einfach für die nächsten 4 Jahre. Aber dann versuche ich schon so ein bisschen von Jahr zu Jahr jetzt zu gucken. Aber 2016 ist auf jeden Fall für mich das Ziel nochmal. Also ich glaube, Rio wird schon ganz fetzig.